Zurück in unserer Diskussion in Standort Berlin über die Frage, warum ist Taiwan nicht zur Klimakonferenz in polnischen Katowice eingeladen, die seit einer Woche läuft. Und wir haben eben herausgearbeitet, es liegt eigentlich am Nein aus Peking. Herr Wendt, ist dieses Nein so stark, dass man als Bundespolitiker dagegen gar nichts machen kann? Und die Bundesregierung, ja, wie Sie eben schon gesagt haben, ja immerzu ein Kotau macht, also sich... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass die Bundesregierung China gegenüber Kotau gemacht. Ich habe gesagt, die ganze Welt. Die ganze Welt? Ja, leider. Ja. Es ist sicherlich schwierig. Wir haben 40% der deutschen Autos werden in der Volksrepublik China verkauft. Aber ich glaube, wir sollten uns dem wirtschaftlichen Druck nicht so nachgeben, dass wir auch politisch danach handeln. Ich denke, wir haben mit Taiwan ein Land, das ist das demokratische Land in ganz Ostasien. Über 70% der Staaten der UN, die dort Mitglied sind, sind, ich sage mal so, keine Demokratien, sondern alle Formen von Alleinherrschaft bis Diktaturen. Auch die Einparteienherrschaft in Rot-China ist natürlich ein System, mit dem wir überhaupt nicht d'accord gehen und wo wir auch dagegen versuchen, eigentlich auf der Frage der Menschenrechtsaspekte, der freiheitlichen Rechte, der Rechtsstaatlichkeit immer wieder Kritik üben. Deswegen sollten wir ja auch in unserem Streben, Taiwan zu unterstützen, Mitglied von verschiedenen UN-Organisationen zu werden, diese unterstützen und klare Kante gegen Rot-China auch zeigen. Es kann nicht am Ende des Tages unser Ziel sein, dass der volksrepublikanische chinesische Einfluss immer größer wird und der quasi Stück für Stück unsere Welt auch unterwandert und wir im Endeffekt abhängig sind von dem Einparteiherrschaft in Peking. Da müssen wir klare Kante zeigen und das fängt in Taiwan an, ganz konkret bei der Teilnahme in Katowice bei der UN-Klimakonferenz. Das ist die UN-Klimakonferenz, ist ja nur eine Organisation. Ja. Jetzt habe ich eine Wissensfrage. Ja. Gehören Sie denn als Republik China der UNO überhaupt noch an, irgendeine Organisation, oder mussten Sie überall rausgehen? Also vielleicht soll ich erstmal darauf hinweisen, dass wir schon seit über 30 Jahren, wenigstens 30 Jahren, nicht von uns behaupten würden, wir sind sozusagen das einzige China, beziehungsweise wir von Taiwan aus, erheben wir nicht mehr den Alleinvertretungsanspruch auf das ganze China, wie zum Beispiel der Chiang Kai-shek bis 1975 behauptet hat, in dem Jahr ist er gestorben. Ne? Und heutzutage sagen wir, Taiwan ist ein Freistaat, ist eine Demokratie, ein Vorbild für den ganzen chinesischen Kulturkreis. Erstmal das so. Und das Problem ist ja, China sagte immer, das Territorium muss respektiert werden. Die sprechen immer von der Unantastbarkeit des Territoriums, der Souveränität des Territoriums. Und der Unterschied zwischen Taiwan und China ist, wir sprechen von der Unantastbarkeit der Würde des Menschen, wie es im deutschen Grundgesetz steht. Das heißt, die Taiwan-Frage, eigentlich ist Taiwan keine Frage, Taiwan ist eine Antwort. Die Taiwan-Frage hat einen symbolischen Aussagewert. Wie China Taiwan behandelt, zeigt genau, wie China den Menschen in Tibet, die Menschen in Xinjiang, im Uiguren behandelt, auch die, wie die Menschen, von, also die chinesische Bevölkerung von der eigenen Regime behandelt wird. Das heißt, wenn das Problem von Taiwan gelöst werden sollte, dann wird das Problem auch gelöst werden mit den Menschenrechtsverletzungen in China. Und man sieht jetzt auch die bösesten Folgen, wenn man China gegenüber zu viel Kotau macht. Was haben die gemacht? Die haben, da habe ich immer gesagt, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt. Die chinesische Botschaft hier in Deutschland hat sogar einen Demarsch, sozusagen nicht nur an die deutsche Regierung geschickt, sondern an den Bundestag. Nur weil der Bundestag über die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang mit den Uiguren, mit diesen Unerziehungslager debattiert hat, da China sich darüber beschwert, die haben sogar die Büros von einigen Bundestagsabgeordneten damit telefonisch gestört. Ja, so weit ist es gegangen. Und dann aber kommen wir noch mal auf die Frage der UN, ja, die ich, weil ich es nicht weiß, noch mal an Sie stelle. Gehört Taiwan noch irgendeiner UN-Organisation an oder sind Sie überall raus? Nein, wir sind überall raus. Also seit 1971, genau gesagt am 25. Oktober, ist Taiwan nicht mehr in der UNO. Und wir sprechen von Katowice, das ist ein Katowice.
Seitdem ist Taiwan dann nicht nur in dem UNO, sondern auch, wo es eigentlich zum Beispiel bei der Interpol, wo es nur um globale Bekämpfung der Kriminalität geht, da ist Taiwan nicht drin. Wir haben ein Freund von Taiwan hat die Interpol geschrieben und die haben gesagt, Taiwan darf nicht mal als Beobachter damit teilnehmen, weil Taiwan, ja, ich meine, weil Taiwan von China vertreten wird. Ist eigentlich ein Witz. Aber Sie haben ja eine Vertreterin im Bundestag, Vertreterin nicht, aber eine Fürsprecherin, sagen wir mal so. Wie ist denn das, wenn Sie das im Bundestag ansprechen und mal zum Außenminister gehen und sagen, ja, wie ist denn das, können wir da nicht was ändern? Ja, also wir nehmen da unsere Wege, die uns möglich sind, und um Taiwan da auch zu unterstützen. Der Kollege Wilsch zum Beispiel, der ist unser Vorsitzender von der Taiwan-Gruppe, der hat gerade zu Katowice auch eine Frage gestellt im Bundestag, hat man die Bundesregierung gefragt, wie beurteilt ihr das eigentlich öffentlich? Ja, die Bundesregierung, wie war die Antwort? Die Antwort war, ja, eigentlich finden wir es schon gut, wenn sie dabei wären. So, da ist natürlich eigentlich nur so ein bisschen gut finden, reicht da eben nicht, da muss man schon den Druck ein bisschen erhöhen. Das Gleiche gilt für Jugendspiele, ostasiatischen Jugendspiele, also Sportspiele, die Taiwan gerade weggenommen worden sind, obwohl sie ihnen fest zugesagt worden sind. Das werden wir jetzt auch im Sportausschuss, wo ich auch Mitglied bin, nochmal hochziehen, nochmal sagen, das ist einfach nicht in Ordnung. Ja, man kann nicht Taiwan so isolieren international, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite brauchen wir eben auch Taiwan international, um viele, viele Probleme, die wir haben, anzugehen. Frau Kluckert ist ja in der Opposition, das kann sich ja bald ändern, aber wenn Sie jetzt als Mitglied der Regierungskoalition im Auswärtigen Amt vorsprechen und sagen, was macht ihr da eigentlich, können wir da nicht mal was stärker machen? Wie ist denn die Antwort? Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir unser China-Bild überdenken müssen. Bisher war unser China-Bild in Bezug auf Peking, das ist ein großer Markt, die sind wichtig für unsere Wirtschaft, deswegen tun wir alles, was dem wirtschaftlichen Handel mit China gut tut. Auch die Taiwan-Fragen fallen dann hinten runter. Und ich glaube, dieses Denken müssen wir jetzt umkehren. Wir müssen China als eine Macht ansehen, die auch uns in Europa durch ihren wirtschaftlichen, durch den finanziellen Einfluss gefährlich wird. Da wird ein Menschenbild vertreten, wir sehen das in den Uiguren ganz besonders, die nicht auf Demokratie, auf Freiheit, auf Rechtsstaatlichkeit sind, sondern die quasi dieses ein Parteiensystem mit ihrer Geld, mit ihrer Machtausstellung über die ganze Welt ziehen wollen. Das tun sie zurzeit bereits sehr aktiv mit der One Belt, One Road Initiative, mit der 16+1 Initiative in Europa. Und da müssen wir innerhalb der Bundesregierung gemeinsam auch als Regierungskoalition diese China-Frage anders beantworten und demzufolge dann auch die Taiwan-Frage. Und das ist nicht nur Taiwan, das ist auch Hongkong, das ist die Frage von Macau, das sind all diese auch unabhängigen Länder, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit in ihrem Herzen tragen. Und die gilt es zu schützen, wenn wir glaubwürdig als Demokratie noch auftreten wollen. Wenn Sie mit der Bundesregierung Kontakt haben, was fordern Sie denn? Können Sie überhaupt was fordern oder kommen Sie als Bittsteller? Ich mache heute etwas Verkehrtes. Ich nehme heute ausnahmsweise, die Bundesregierung mal im Schutz. Im Vergleich mit anderen EU-Ländern hat Deutschland Taiwan schon am meisten unterstützt. Also ich wünsche mir mehr, dass die anderen EU-Länder auch eine Scheibe von der deutschen Regierung, von der bundesdeutschen Regierung abschneiden könnten. Zum Beispiel im WHA in diesem Jahr, im letzten Jahr, hat zum Beispiel der Ex-Gesundheitsminister Herr Gröhl und in diesem Jahr Herr Spahn Taiwan unterstützt. Zwar ohne Taiwan direkt bei Namen zu nennen, aber die haben im Vergleich mit vielen Ländern es getan. Und die Staatsministerin von Auswärtigen Amt, Frau Michelle Minderfering, hat ja auch gesagt, und das ist zum ersten Mal, dass ein Mitglied von der Bundesregierung in aller Öffentlichkeit im Bundestag gesagt hat, wir würden es sehr begrüßen, wenn Taiwan Taiwan eingeladen würde zur Teilnahme an diesen UNFCCC, beispielsweise hier in das müssen wir mal übersetzen. UNFCCC, das heißt United Nations FS Framework Convention für oder gegen Climate Change, UNFCCC, also auf Deutsch heißt also es gesagt. Klimakonferenz oder Framework zur Bekämpfung des Klimawandels. Ja. Allerdings, wenn man
ja, wenn man den Wunsch haben darf, dann könnte meiner Ansicht nach Deutschland noch ein bisschen mehr tun, nämlich China zu sagen, was die China tun, ist kontraproduktiv eigentlich für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China, wie Herr Wendt gerade auch hingewiesen hat. China so auch sich halten an die Spielregeln, an die ja alle gebunden sind, sonst kann es nur schlechte und böse Wirkungen haben. Das schadet der Welt, schadet Deutschland, schadet die EU und schadet den Chinesen selber. Ja. Das ist eines der Probleme. Wir wollen mal hoffen, dass sich die Ohren ein bisschen mehr weiter öffnen, ja, für das, was Sie sagen. Und in Polen ist das noch nicht der Fall. Bei der Klimakonferenz, die gerade stattfindet, dauert noch eine Woche. Sie sind nicht dabei. Beobachterstatus haben Sie? Nicht mal. Nicht einmal. Also wir, unseren Umweltminister zum Beispiel oder die ganzen Regierungsleute, die ja sozusagen Fachexperten sind, die werden nicht mal als Beobachter eingeladen. Sie müssen sozusagen als Mitglied von irgendeiner NGO daran teilnehmen und zwar immer draußen. Also sie kriegen höchstens die Vorspeise. Hauptgericht bekommen sie nicht mal. Dann hoffen wir mal, dass die Initiativen der deutschen Bundespolitiker Daniela Kluckert, FDP und Marianne Wendt von der CDU Erfolg haben. Unsere Sendezeit ist leider um und ich hoffe, dass Sie bei der nächsten Klimakonferenz, die soll ja nur noch alle 2 Jahre stattfinden, habe ich heute Morgen gehört, ja, dann wieder dabei sind. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass Sie hier waren. Professor Zhiwei Shi, der Repräsentant von Taiwan bei Daniela Kluckert, Bundestagsabgeordneter der FDP und Marianne Wendt, Bundestagsabgeordneter der CDU und natürlich bei Ihnen. Wir haben eine Menge gelernt. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, wie stark der politische Druck auf Taiwan ist, muss an der UNO nicht mehr teilnehmen. Muss Klimawandel geben und nicht immer Klimawandel. Ja. Das ist ein schönes Wort, Klimawandel statt Klimawandel, aber nicht statt und auch. Denn Klimawandel wollen wir ja auch. Ja. Ja? Ja, Klimawandel wollen wir nicht, wir wollen dagegen angehen. Ja, das wollen wir tun. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben, herzlichen Dank, dass Sie da waren und wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin, danke und tschüss.